Hi, ich hatte total Bock, ein Video zu drehen und ich wusste zuerst nicht was. Und dann habe ich mit der lieben Melanie, fühl dich hiermit gegrüßt, geschrieben und sie meinte, ja, mach doch was mit Fakten und so. Und beziehungsweise sie hat mir 50 Facts über About Me vorgeschlagen, aber mir sind keine 50 Fakten eingefallen, zumindest keine Sachen, die ihr nicht sowieso schon kennt. Und deswegen gibt es jetzt 20 Fakten über mich. Ich habe eine Löffelliste geschrieben. Ich liebe das Bild meiner Iris. Ich war bei der Geburt meiner Nichte dabei. Ich liebe es, Follow Me Arounds zu schneiden. Nein, weil der ja pink ist und deswegen haben wir jetzt den in blau genommen. Ich will unbedingt mal nach Grönland. Ich finde Idris Alba sexy. Ich habe 11 Paar Schuhe, trage aber nur eins davon. Ich schäme mich total für meine allerersten Videos. Heute ist die Brand News Box gekommen und die würde ich, beziehungsweise ich und mein Freund, Hi. gerne mit euch auspacken. Ich war bei Körperwelten on Tour und es war absolut scheiße. Wir bekommen seit Juni 2013 die Brand News Box. Ich habe 10.000 Bilder auf meinem Handy. Ich war schon mal im Knast, aber nur jemanden besuchen. Ich gehe gerne auf Friedhöfen spazieren. Ich koche mit Fixtüten. Ich esse den Rand von Paltas Pizza. Ich habe eine meiner besten Freundinnen kennengelernt, weil ich YouTube-Videos mache. Hallo Brownie! Ich trage meinen Ehering links anstatt rechts. Kai Pflaume hat mich auf seiner Facebook-Seite blockiert. Ich hatte 2011 dunkle Haare mit einem violetten Stich drinne und es sah absolut furchtbar aus. Ich trinke total gerne True Fruit Smoothies und finde es furchtbar schrecklich, dass ich diesen Trend mitmache. Zack, das waren meine 20 Fakten über mich. Und ich hoffe, da waren Sachen bei, die ihr überhaupt noch nicht kanntet oder die wenige von euch kannten. Und schreibt mir doch auch mal ein paar Fakten über euch, die ihr lustig findet oder die andere an euch toll finden. Irgendwelche Eigenschaften von euch. Schreibt mir die doch mal unten in die Kommentare. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann würde ich sagen, das war mein 20 Fakten über mich Video. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Das war das Alltagsleben mit Moni. Tschüss!